Im letzten Video, da habe ich etwas gesagt. Etwas Abstruses, Abstoßendes, Perverses. Diese Aussage, sie hätte sogar den Dritten Weltkrieg hervorrufen können. Übrigens ein Spiel auf Basis der Unity Engine. Das möchte man auch nicht unbedingt meinen, weil das sieht eigentlich viel zu schön aus für eine Unity Engine. Zumindest von diesen ganzen Beppo-Spielen, die man davon kennt. Zumindest halt diese ganzen Wannabe-Horror-Spiele. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Und um dieser Fragestellung ein wenig auf den Grund zu gehen, habe ich mir jetzt drei Spiele rausgesucht. Die Creme de la Creme, die besten, most popular, best geratedsten Spiele überhaupt von Unity natürlich. Und das erste Spiel, was wir uns anschauen, ist Collina Legacy. Collina Legacy ist in der Demo noch, beziehungsweise Early Access, ich weiß gar nicht genau, zumindest halt noch keine Vollversion. Dementsprechend muss man da schon mal so ein bisschen, vielleicht kleine Mühabstriche machen. Los geht's, ich habe auch schon alles eingestellt, alles ist super, neues Spiel. This experience is a small part of the final product. This is a work in progress and might present bugs. Ja, wie gesagt, habe ich mir ja schon gedacht, das ist so eine kleine Demo-Early Access Spielchen hier und es geht los. Guten Morgen, mein Freund. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Gehen wir mal los. Mom? Mutti. Mutti, ich möchte noch Hackbraten haben. So, schauen wir erstmal hier und sehen wir nicht um. Young Prodigy reaches the National Finals. Sind wir das? Zumindest sehen wir dem recht ähnlich, also nur halt ohne die Medaille. Es sieht schon mal sehr, sehr schick hier aus. Also das Haus jetzt nicht unbedingt, aber die Grafik und so weiter und die Lichteffekte, das sieht schon mal sehr schnieke aus. Was haben wir denn hier? Ah, okay, er braucht erstmal einen Rucksack, verstehe. Eine Tür! Eine Tür in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Dann gehen wir doch mal dahin. Wir haben ja sonst nicht viel zu tun. Huch. Seltsame Tür. It's locked. There's a weird glyph over here. Ja, da hast du recht. Ich sehe tote Menschen. Das nächste Spiel auf unserer Agenda ist Bootham, also praktisch System-Hochfahrschinken. Na, so oder so, wir möchten dieses Spiel erstmal ein bisschen spielen. Ich habe keine Ahnung vom Spiel, wir werden es einfach anschauen. Los geht's. Okay, alles klar. Steuerung ist drin. Warte, da kann ich was machen. Yesterday there was a breakout, so all the locks had to be changed. I think the code for my room has been changed to 3657. Okay, dann haben wir schon mal den Code, das war ja schon mal einfach. Da, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. 3, 6, 5, 7. Ah ja, perfekt. Sehr gut. Okay, wir müssen hier raus. Naja, noch sind wir nicht draußen, mein Freund. Wir müssen erstmal ja. Wo müssen wir uns echt beeilen? Das ist ja mega stressig, das Spiel. Okay, wir müssen wieder den Code finden, natürlich. Die Schlüssel gibt es hier nicht. 6,5 Stunden später. Hier muss doch irgendwo was liegen. Ich meine, so kann das kann doch nicht. Oh, da war was. Da ist es. I saw something leaving the second room and the code that he entered was 2712. Das wird ja wohl der hier sein, oder? Mit 2712. Okay, bisher noch nicht sehr viel Rätseln, eigentlich nur Sachen finden. Weiter geht's mit Lurking. Lurking sah auf den ganzen Bildern, auf den Videos, die ich dazu gesehen habe, schon mal sehr interessant aus und vor allem sehr künstlerisch aus. Wir werden sehen, wie es denn jetzt im aktuellen Gameplay aussieht. Wir werden zumindest reinschauen. Man kann hier kalibrieren und man kann auch seltsamerweise seinen Schrei kalibrieren. Habe ich jetzt mal nicht gemacht, rein vorsorglich, und wir werden sehen, was das wird. Zumindest sehr seltsam, dass es dieses Feature überhaupt gibt. Wir fangen mal an. Ah, wir sind direkt im Spiel. Sehr schön. Und wir sind natürlich wieder in einem Hospital, das scheint ja irgendwie das klassische Theme zu sein bei Unity-Horror-Spielen. Okay, wir wurden einfach in einen absolut leeren Raum, ohne Fenster gelegt, also ich glaube, wir haben keine gute Krankenversicherung auf jeden Fall. Wir haben definitiv keine gute Krankenversicherung, denn ich habe das Gefühl, ein Krankenhaus ohne Lichter, das, naja.
Sind wir irgendwie blind und können uns nur durch Geräusche orientieren? So klassisches Daredevil-Prinzip. Aber wir können auch Sounds createn, verstehe. Frage ist dann nur, warum konnten wir unseren eigenen Raum dann erkennen? Aber schon mal ein sehr cooles Prinzip bisher. Das ist innovativ, das gefällt mir schon mal sehr. Weg damit! Weg mit dem Dreck! Dann gucken wir mal. Ich glaube, ich habe das Audiolog weggeworfen. Gute Arbeit! So macht man das. Professionell. Hier sind überall so Lagerräume. Aber so, das ist doch seltsam, oder? Das ist irgendwie, also wenn es wirklich ein Hospital sein sollte, vielleicht waren wir ja gar nicht, sind wir ja gar nicht im Krankenhaus, sondern einfach nur auf so einer Krankenstation gewesen. Auf der richtig kranken Station, sag ich dir, Alter. Der Innenrichter hatte hier auf jeden Fall viel Spaß. Aber das ist ganz cool hier, das Foto. Das Bild, meine ich. Das ist ganz schick. Ich würde es mir nicht unbedingt in den Flur hängen, aber ist ganz lustig, was? Okay. Ah, da liegt eine Taschenlampe. Ah, sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ist die Tür jetzt abgeschlossen hinter uns? Eine Taschenlampe, wie gesagt. Natürlich nicht, es ist abgeschlossen. Na gut. Was? Was ist das? Mama, ich hab hier was gefunden. Das sieht nicht normal aus. Okay, wir können uns reinstellen. Er kann es aber nicht aufheben, weil er keinen Rucksack hat. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Rucksack? Sehr, sehr hübsches Bild. Huch. Da bin ich ein bisschen weggeflogen. Ah, hier ist der Backpack. Ich bin so ein Trottel. Hier ist doch der Backpack. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir den Backpack. Jetzt können wir natürlich auch ein paar Sachen einpacken. Zum Beispiel das hier. Battery Charger. Ah, cool. Nochmal ein paar Batteries, sehr gut. Falls unsere Taschenlampe ein bisschen zur Neige gehen sollte. Und da kann ich auch... Ah, guck mal, das ist ganz cool gemacht. Jetzt kann ich auch bestimmt dieses seltsame Amulett hier mitnehmen, ne? Was ist das? Ist da ein Gesicht drauf? Habt ihr das gehört? Ein Amulett der alten Götter. Yo. Ah, das ist die gleiche Glyphe, die wir auch auf der Tür gesehen haben. Interessant. Follow the White Rabbit. Okay, das ist creepy. Dem weißen Hasen sollen wir folgen. Aber wir haben noch gar keinen weißen Hasen gesehen. Oh, da steht noch was. Was steht da? I've got the strings on me. I've got the strings on me. Irgendjemand hat da gerade gesprochen. Ich heiße nicht Alex. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, die Glyphe hier kaputt gemacht. Boah, ist das creepy. Es ist ja noch nicht mal wirklich viel passiert, aber es ist so sehr richtig seltsam hier alles. Wieso hat hier überhaupt niemand die Lichter an? Und wir sollen immer noch dem Hasen folgen, nicht wahr? Mom? Ist es unsere Mama, die weint? Vielleicht hat sie den Hackbraten nicht hingekriegt diesmal. Oh, eine schöne Puppe. Run. Warum sollte ich laufen? Eine schöne Puppe. Warum sollte ich laufen? Wieso sollte ich laufen? Eine schöne Puppe. So, was haben wir hier? Da ist eine Batterie, sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. Da liegt was drin. I hope this piece of paper doesn't go missing. It holds the code for the first room, which is... 3921. Okay. Die Tür muss natürlich auch immer in diese Richtung aufgehen, ne? Mein Gott. Mein Gott. Was ist das? Was steht da drauf? Steht da Netflix drauf? Nee. Multix. Multix. Ist es ein Reiniger? Ich habe keine Ahnung. Jo. Definitiv ein Reiniger. Noch ein Stück Papier. Today I saw the psychiatrist leave the ward. The number he entered was 1509.
Das ist bisher ja. Also, das ist ja richtig komplexe Rätselmaschinerie hier. First floor done. The main door's over there. Ja, wir sind schon bei der Main Door, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt irgendjemand ist, der uns hier aufhalten möchte, ehrlich gesagt. Ich hoffe. Habe ich was gesagt? Ich glaube nicht. Bist du aus Dock? We need to find the code. Natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn wir mal einen Schlüssel für die Tür gebraucht hätten. I find the key in a place which is truly disgusting. I'm sure no one will find it there. Well, I hope not. Wo war nochmal? Hier war die Treppe. Okay, gehen wir mal nach oben. Wir können nicht hochgehen? Nee, wir können anscheinend nicht hochgehen. Nee. Der Typ hat offensichtlich beide Beine gebrochen. Kann hier nur so langsam rüberkriechen über den Boden und kann keine Treppen natürlich steigen. Das wäre ja viel zu einfach. Und meine Taschenlampe geht gerade zur Neige. Ich glaube, ich mache die mal kurz aus. Damit ich noch viel weniger sehen kann. Wieso können wir den sehen, obwohl wir keinen Sound machen? Guten Tag. Der sieht aber eigentlich recht freundlich aus. Er ist recht creepy, weil er da so steht und ein bisschen Slenderman-mäßige Arme hat, aber der sieht eigentlich ganz lieb aus. Vielleicht kann er ja unser Auge sein. Vielleicht kann er ja sehen. Das wäre doch ganz cool. Also ich habe immer noch momentan diese Daredevil-Theorie, ne? Er ist weg. Oh nein. Na gut, er ist weg, das ist aber nicht so schlimm. Solange er uns nicht einfach creepy nachstellt, ist alles in Ordnung. Nein, leg das hin. So nutzt man das doch. So nutzt man keinen Computer, Mensch. Rage Mode. Ich will Unreal Tournament spielen. Oh. Der kann da doch gar nicht durch. Wieso bin ich hier nicht sicher? Ja, entspann dich mal eine Runde. Ja, entspann dich doch mal, Mensch. Hier, friss. Okay, ich sollte anscheinend nicht zu nah hier dran kommen. Ich meine, ist auch logisch. Ich meine, man kann natürlich auch durch Gitterstäbe durchgreifen und. Wieso sollte ich laufen? Ich will nicht von dem gejagt werden, ganz ehrlich. Ich habe ein Geräusch gehört. Ich gehe mal lieber in den Lüftungsschacht. Ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen sicherer als hier draußen mit den ganzen Psychopathen. Da möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Wenn da die Fleischfresser sind. Hallo, kann ich das hier drücken? Ich würde gerne in den Aufzug. Jetzt ist er da. Oh, guten Morgen. Ciao mit V. Puh. Hey, da ist unser Freund. Hey, alles klar? Gut. Was ist das für eine seltsame Tür? Mit so einem Gitter? Ah, die Kontaminationskammer, verstehe. Also ich glaube, unser Freund, der da gerade sich den Kopf an dem Regal aufschlägt, der ist, glaube ich, in Ordnung. Der ist cool. Und hier ist so ein Sicherheitscheck. Da möchte ich natürlich ungern durchgehen, weil der dann natürlich einen unglaublichen Lärm machen wird. So, der ist ja cool. Der ist ja auch weiß. Vielleicht wird er jetzt getriggert durch den Alarm. Das wäre natürlich nicht so cool. Auch seltsam, dass überhaupt ein Alarm kommt. Wir müssen ja metallische Gegenstände an der Hand haben dann. Ah, großer Raum. Mit der Sichtweite gefällt mir nicht. Nope! Nope, nope! Nope, nope, po, po, po. Nein, danke, mein Freund. Ich gehe gern hier hoch, aber nur ohne dich. Der war gerade in uns. Oh, hier geht's raus. Wir sind nicht blind. Also was heißt blind? Blind ist vielleicht übertrieben, aber wir sind halt. Wir können ja nichts sehen, weil hier kein Licht ist. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Das ist auch. Welcher Inneneinrichter baut denn die Toilette direkt so an die Tür? Nichts Besonderes bisher. Brauchen aber nur die Keycard, dann sind wir draußen, haben wir es geschafft. Das ist die Keycard. Okay, Mann in Rot. Versteckst du dich da? Wetten, er versteckt sich da. Na, er kommt, er kommt, er kommt. Kann ich mich hier verstecken?
Er ist hinter uns. Er ist stehen geblieben. Nein! Nein! Oh. Ey, geh weg, du! Du Sau! Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich bin tot. Kollege, geh bitte hoch! Mein Gottes Willen, ey! Gehst du mir bitte mal aus dem Weg? Geh mir aus der Sonne! Du scheiß Viech! Oh, es funktioniert! Gut, das ist natürlich schön, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Was hat uns das jetzt gebracht? Wir wissen nur, dass jetzt hier solche Puppen rumlaufen. Und das macht jetzt die Sache nicht unbedingt angenehmer. Hier saß der einfach nur rum. Da steht was. Jiminy only whispers words of doom. Hm. Und Mutti weint hier sich wieder ein ab? Falls es überhaupt Mutti... Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh doch weg! Du Saukerl! Ja! Ja. Hi. Hi. Oh Mann. Hey Taker, wie geht's? Oh, freut mich, dich kennenzulernen. Oh, das ist ja ekelhaft, du. Es ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Table is messy. Na, hier ist alles ziemlich messy. Und damit meine ich nicht Lionel. Ich muss was übersehen. Ja? Hey Alex, alles klar, meine... Heißt du nicht Alex? Ja, wie auch immer. Ich wollte nur eben Bescheid sagen, nachher ist ja unsere geile, fette Furry-Party. Ich bin mir sicher, du bist auch am Start, ne? Also nachher, um 2:30 sind wir alle hier beisammen. Ich hoffe, du kommst vorbei. Wollte ich nur kurz Bescheid sagen, ne? Also, bis nachher. Ciao. Verleumdung. Ah, hier geht's weiter. I need to try to find the code next. Ja, natürlich, Beppo. Wut. Mann, ey. Diese scheiß Codes, ne? Die kotzen mich so an. Hoffnung. Was war nochmal der Code für das Ding hier drüben? 2409 oder so, ne? Vielleicht ist es ja hier auch so. Arroganz. Nee, war falsch. Ja gut, unsere Taschenlampe geht gerade zur Neige. Wir hätten dann zwar noch 400 Sekunden Zeit, aber ich kann ja nichts erkennen. Hier kommt man auch nicht hoch. Weil sich irgendjemand dachte, das ganze Mobiliar hier die Treppe runterzuwerfen, war eine super Idee. Super. Beschuldigungen. Fucking Türen. Mann, ey. Kreativität unter 9000. Spannung unter 9000. Herrlich. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass hier wirklich überall an jeder verkackten Stelle so ein Code zu nutzen ist, oder? Ich meine, ganz ehrlich. Hallo, danke. Ich bin so angepisst gerade. Ja, entspann deine Basis, Mädchen. Ist ja gut. Wieso kann der hier nicht hochgehen, Mann? Oh. Von, ich verstehe nicht, ich meine, das ist eine fucking Batterie, die du da reinsteckst in so eine Taschenlampe. Und die hält einfach mal 20 Sekunden. Was sind das für Batterien? Die sind auf jeden Fall nicht vom Duracell, die Häschen. Vor allem unterstreicht dieses Spiel wirklich genau meine Auffassung, die ich bisher zu Unity hatte. Ja,
unglaublich zähes Spiel, überhaupt nicht gruselig, einfach nur die ganze Zeit rumlaufen, ne? Nur rumlaufen und suchen und suchen. Wiederholen, wiederholen, immer das Gleiche. Also ich habe bisher wirklich noch nichts gefunden, was irgendwie disgusting wäre. Ich meine, klar, das der gesamte Müllhaufen hier, aber... Ja, ne? Sonst so? Hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich nicht. Das ist ja schlimmer als die Nadel im Heuhaufen. Das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen, wenn du nicht sehen kannst, wenn du erblindet bist, ja? Wenn du einen Blinden, den Krückstock und seinen Blindenhund wegnimmst. Und dann sagst, ja Junge, geh mal in die Scheune. Ich habe da so eine ganz besondere Heunadel. So eine ganz besondere Nadel. Die sollst du mal bitte holen, ja? Das ist genau das, ist dieses Spiel. Deswegen, nein danke. Ah, ich kann ihn auch mit dem Lock verwirren. Das mache ich mal. Okay, es juckt ihn überhaupt nicht. Ja! Du Bumsklave! Oh, das tut gut. Das tut gut. Das tut gut. Ach, herrlich. Bitte nicht. Das war ein gutes Spiel. Das war gut. Ich bin beeindruckt. Man kann wohl doch noch überrascht werden. Positiv. Gut, das sollte es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Unity-Horrorspiele hat euch gefallen. Zumindest war es ja sehr lehrreich und sehr informativ, denn wir haben zwei, wie ich finde, sehr gute Spiele gefunden und eins reden wir mal lieber nicht drüber. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch genauso und ich hoffe auch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. So oder so wünsche ich euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit bis dahin und wie immer, bye bye.